Hallo und willkommen zu einer neuen Retro-Let's-Play-Runde. Wir hatten uns letztes Jahr, also 2017, ja schon Vision 1 von 92 angesehen. Und das hatte zwar nicht nur Begeisterung hervorgerufen, bei mir zumindest, aber nichtsdestotrotz wollte ich mir auf jeden Fall noch Vision 2 anschauen, was jetzt dann dieses Jahr dran ist, also genau jetzt. Ja, das ist 94 rausgekommen und auch nicht mehr von Rainbow Arts entwickelt worden, wie es aussieht. Auf der Packung kann man Ad Games sehen. Und ja, ich hatte auf eBay geguckt, was da zu finden ist. Zuerst hatte ich da die Diskettenversion gefunden, gekauft, und dann ist mir aber auch noch die CD-Version über den Weg gelaufen. Und das Schöne an der CD-Version ist, dass da auch der Soundtrack in hoher Qualität als Audio-File mit drauf ist. Als Audio-Track mal nicht. Und das hört ihr jetzt auch gerade schon im Hintergrund. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal die Verpackung an und dann geht's auch direkt los mit dem Spiel. So, wir sehen hier gleich mal, dass die Box eine ganze Ecke kleiner ist. Die Vision 1 Box ist so eine übliche Box, wie man sie damals in den 90ern im Spieleregal gefunden hat. Vision 2 ist jetzt eher sowas wie die aktuellen DVD-Box-Größen, eher in der Ecke. Wir haben hier einmal die Disketten, 5 Stück. Und dann haben wir die CD, die ich jetzt aus der anderen Box genommen hatte, mit den Soundtracks drauf. Die Boxen sind wie gesagt eigentlich gleich. Jetzt haben wir hier noch diese zwei, ja, so eine Referenzkarte mit den Tastenbefehlen, eigentlich ganz praktisch. Und wenn man technische Probleme hat, ein Zettelchen. Und zu guter Letzt haben wir dann noch das Poster, was ihr eben schon gesehen hattet. Und ein Handbuch ist jetzt bei dem Spiel an sich nicht dabei, aber wenn man das Poster halt aufklappt und umdreht, dann findet man hier die Hintergrundgeschichte und ja, das so gesehen das Handbuch da drauf. Und das war's dann auch schon. Jetzt die Rückseite, ja, den Text kann man leider nicht so erkennen. Ich lese es mal vor. Vision 2, Aufbruch ins Weltall, das interaktive Abenteuer aus der Zukunft. Der Rockefeller Tower hat von der Erde abgehoben auf dem Weg zu unbekannten Galaxien. Du bist mit an Bord und erlebst dieses packende Abenteuer aus deiner eigenen Perspektive. Durch zahlreiche brillante Grafiken, aufwendige Animationen, situationsbezogene Musiken und erstklassige Soundeffekte entsteht der Eindruck eines interaktiven Spielfilms. Der riesige Tower mit all seinen verzweigten Korridoren und vielen verschiedenen Räumen, Docks und Stationen bietet dir mehr als reichlich Action und Tüftelspaß. So, ja, dann schauen wir mal ins Spiel. So, und da sind wir dann auch im DOS und kleine Ergänzung oder Korrektur zu eben noch. Der Entwickler von Vision 2 ist BBDO Interactive GmbH. Ad Games ist der Publisher, ich weiß aber nicht, inwiefern die das auch mitentwickelt haben. Und natürlich im Auftrag der LBS, also es ist ein LBS-Werbespiel, falls das einem noch nicht bewusst gewesen sein sollte. Also, wir gehen jetzt in das Vision-Verzeichnis, starten das Spiel und das war Vision 2. Auf geht's! Das Jahr 2044. Die Mission: Erforschung des Weltraums. Das Ziel: die Entdeckung neuen Lebens, neuer Galaxien. Die Besatzung: 832 entschlossene Frauen und Männer. Und du. Ja, vielleicht ein ganz kleines bisschen realitätsfremder als der erste Teil noch. Lass ich ja mal durchlaufen, so lange ist es nicht.
Aber hier wird jetzt auch die Musik von der Installation abgespielt. Es wird nicht die Musik von der CD verwendet. Ich werde mal schauen, dass ich die Musik von der CD eventuell mal so von der CD rippe und auf YouTube setze. Denn die gibt's so halt nicht. Also hat auch bisher noch niemand gemacht. Ja, und das war's auch schon. Knarz. Aha. Herr Doktor, die Instrumente zeigen Aktivitäten. Stimmt, mal sehen, ob die Reflexe noch funktionieren. Wie geht es dir? Du hast lange Zeit geschlafen. Ich fühle mich wie neu geboren. Mir ist so komisch. Das kann ich verstehen. Du hast ja auch sehr, sehr lange geruht. Aber um deinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen... Du bist hier in der Krankenstation im Rockefeller Tower. Weißt du denn noch, wer ich bin? Doch, doch! Du bist doch Dr. Magic! Wie könnte ich dich, Mr. Med, jemals vergessen? Super, deine Erinnerung scheint ja einwandfrei zu funktionieren. Es soll Leute geben, die nach dem Tiefschlaf nicht mehr wissen, ob sie männlich oder weiblich sind. Welches Geschlecht hast du denn? Aha. Natürlich, männlich. Da bist du dir auch sicher, ja? Ey, ich habe mich wohl doch geirrt. Natürlich. Deinen Vornamen weißt du doch auch noch, oder? Gib ihn doch einfach auch auf der Tastatur ein. Sagen wir einfach mal Mike. Aha, und wie war dein Nachname? Milligan. So, so, du heißt also Mike Milligan. Und... meinst, dann ein gestandenes Mannsbild zu sein? So, so. Sorry, beim Geschlecht habe ich geflunkert. Ich habe mich beim Namen vertippt. Na, Logo. Gut, Mike Milligan, du kennst doch bestimmt alle Funktionen deiner Tastatur im Tower, oder? Aber sicher, Z für Zeit, N für Notizblock, L für Laden und L für Speichern. Nö, keine Ahnung. Kein Problem. Im Tower ist die Uhrzeit sehr wichtig. Wenn du wissen willst, wie spät es ist, dann drücke einfach die Taste Z für Zeit. Ja, das war ja auch hier auch in dieser Box mit drin. Mal gucken. Genau, L, S, Alt, X für beenden. Naja, Musik, Effekte, alternatives Scrolling. Aha. Einblendung ein, aus, Uhrzeit, Pause, Notizbuch. Notizbuch, mhm. Ausdruckprotokoll der Dialoge. Effekte auf Speaker-Soundkarte, Funktionsübersicht, Hilfe und Max-Dialoge abbrechen. Mhm. Okay. Wichtige Informationen kannst du dir notieren, ohne Papier zu benutzen. Drücke einfach N für den Notizblock. Den kannst du jederzeit aufrufen. Abgespeichert wird er natürlich automatisch. Wie du sicherlich weißt, ist es sehr wichtig, abspeichern und laden zu können. Dafür drücke einfach die Tasten S bzw. L. Alles verstanden? Yes, so, jetzt weiß ich Bescheid. Okay, hoffentlich ist dir Hyperraum-Tiefschlaf ansonsten wenigstens gut bekommen. Was für ein Tiefschlaf? Ich glaube, ich muss mal die Musik leicht runterdrehen. Kurz Moment. So. Was für ein Tiefschlaf? Was ist denn in der letzten Zeit hier passiert? Das wollte dir unsere LBS-Maus erklären. Weißt du, wie du zu ihr kommst? Nö, wie denn? Ich setze dich gleich hier vor der Tür ab. Dann gehst du die Abzweigung direkt vor dir rechts entlang. Dann geradeaus und die nächste links. Jetzt nur wieder geradeaus. Dann stehst du vor dem Infolift. Aha. Vor dir rechts entlang, dann geradeaus und die nächste links. Jetzt nur wieder, das ist mir zu kompliziert. Aber ich werde es schon finden.
Dort findest du Max, unseren Zentralcomputer. Der wird dich dann schon zu ihr führen. Fahren. Sonst noch Fragen? Alles paletti. Ich düse dann zu Loretta in die Servicezentrale. Ja, wir kennen die ja noch. Was soll ich denn jetzt hier überhaupt? Ach so, das... okay. Na logisch. Auf zum Infolift. Sonst alles klar, ja? Wie war das mit dem Tiefschlaf? Ach, das weißt du nicht mehr? Als der Tower in den Weltraum startete, wurden die Crew bis auf wenige Ausnahmen in einen Tiefschlaf gebracht, um sie bei unserer Ankunft da aufzuwecken. Ankunft wo denn? Das wollte dir Loretta Buenasera persönlich erklären. Ich setze dich gleich hier vor der Tür ab, dann gehst du die... Okay, alles paletti. Nach wieder die Pfeiltasten, das ist ein bisschen... Ne? Stand hier aber doch irgendwas von. Ziffernblock mit Numblock. Ja, es funktioniert ja mal. Ah, okay. Meine Eurocard passt leider nicht und sonst kommt da auch nichts raus. Wir sollten nach rechts. Können mal einen Notizblock aufrufen. Okay. Dann haben wir Speichern. Mhm. Laden entsprechend. Dann haben wir die Uhrzeit. Uhrzeit und Pause. Da steht Uhrzeit und Pause. Aber ich glaube, vorspulen konnten wir damit, aber... Na genau, wir können damit vorspulen, aber pausieren eigentlich nicht. Musik an, Musik an, Musik an. Hm. Na gut. Da sind wir beim Infolift. Super, da bist du ja. Wer bist du denn? Hi Max, wie steht's? Bestens, bestens, aber... Loretta wartet schon auf dich. Ich fahre dich hin. Meine Eurocard? Ja, ja, man halt nicht. Bzzzt. Auf zur LBS-Zentrale. Da ist die Servicezentrale geöffnet, 9 bis 18 Uhr. Schön, dich zu sehen, Mike. Ich habe schon auf dich gewartet. War es einfach, mich zu finden? Max hat mich doch zu dir gefahren. Ich vergaß. So, jetzt, wo du hier bist, kann ich dich auch endlich über unsere Mission aufklären. Weißt du denn überhaupt noch, wer unser System über unser System Bescheid? Ich weiß Bescheid. Arbeiten bringt Geld, Essen und Wohnen kostet Geld. Und aufwärts geht's nur durch Informationen. Okay, unsere Mission ist die folgende. Wir fliegen bald in den Schweif der Phönix-Asteroiden ein. Dort können wir ohne Energie zu verbrauchen durch das All fliegen. Außerdem fungieren diese Asteroiden für uns als Sonne, so ist unser Energiehaushalt komplett gedeckt. Wir reisen mit den Asteroiden auf einer Kreisbahn durchs All und durchqueren so verschiedene Galaxien, um neue Lebensformen zu entdecken. Auf dem Weg durch den Weltraum steht dir hier im Tower natürlich alles zur Verfügung. Deine Wohnung zeige ich dir gleich. Sie ist in Ebene 13, hinter der Erlebniswelt. 13? Moment, da schaue ich mir nochmal was auf. Je besser du dich im Tower machst, desto größer wird deine Wohnung und dein Ansehen steigt. Moment. Wohnung. 13. Ich rufe dich dann zu mir, wenn ich höre, dass du gut zurechtkommst. Jetzt gehen wir erst einmal in deine Wohnung. So, hier sind wir. Ist vielleicht ein bisschen klein, aber wie ich dir bereits erzählt habe, kann sich das ja schnell ändern. Wollen wir es hoffen? Ich mach das schon.
Nachher solltest du dich bei McClone melden. Er gibt dir dann weitere Instruktionen. Wollen wir nicht noch ein wenig plaudern? Was soll ich jetzt hier? Wenn du möchtest, kannst du jetzt ja erstmal dein Bett ausprobieren. Danach solltest du zum Infolift im Zentrum des Towers gehen. Du kommst dahin, indem du, wenn du hier aus der Tür gehst, direkt zweimal nach rechts um die Ecke gehst. Da geht es durch eine Tür zur Erlebniswelt und von da aus zurück in den Aufzug. Mach's gut. Wir haben 21 Uhr. Ja, da können wir sowieso nicht mehr viel machen, sollten wir wohl schlafen. Ein Dechiffriererautomat. Ein Sessel. Noch ein Sessel. Ein Schwebesessel. Ein Jungbrunnen. Hallo, hier spricht dein Bett. Möchtest du mit mir schlafen? Nein, danke. Ich komme später noch auf dich zurück. Darauf zurück. Aber natürlich, Bett. Ich brauche unbedingt etwas Ruhe. Betten können doch nicht sprechen. Eigentlich richtig. Ich bin aber ein spezielles Komfortbett mit Spracherkennung und Ausgabe. Außerdem kann ich durch meine Stimulationen dich genauso lange schlafen lassen, wie du möchtest. Wie sieht's aus? Willst du nun schlafen? Ich würde mich freuen. Aber natürlich, Bett. Ich brauche unbedingt etwas Ruhe. Wunderbar. Wie lange möchtest du denn schlafen? 12 Stunden. Okay, kein Problem. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Hoffentlich träumst du was Schönes. So, mal gucken, was wir hier jetzt für einen Traum bekommen. Das war jetzt nicht so aussagekräftig. Bandgemälde. Funkelnde Sterne. Rockfluss Loft. Zur Erlebniswelt. Ja. Wir haben 10 Uhr. Schön, dich wiederzusehen. Weißt du eigentlich noch, wie mein Terminal Lift funktioniert? Nein, weiß ich nicht. Dann erkläre ich es dir doch einfach. Jödel, die Dödel, die Dudelei. Der Mike ist ein grünes Ei. Was? Ja, stimmt was nicht? Welche Infos kann ich dir geben? Erklärung des Infoterminals. Wie mir scheint, bist du mit meinem System noch nicht vertraut. Möchtest du vielleicht ein paar generelle Infos? Wer bist du eigentlich? Ich, eine virtuelle Persönlichkeit, geschaffen zum Helfer des Benutzers und Überwacher des Infolifts. Du möchtest doch bestimmt noch mehr erfahren. Wie kann ich helfen? Ein paar direkte Infos über das Infoboard täten mir gut. Okay, über welchen Bereich kann ich dich informieren? Kommunikation. Der Bereich Kommunikation erstreckt sich über die oberen beiden Tasten des Infoterminal-Hauptmenüs. Er ist in 2 Unterbereiche unterteilt. Erstens Kommunikation mit Max. Du befindest dich gerade in diesem Menü. Zweitens Telefon mit Anrufbeantworter. Das Telefon funktioniert folgendermaßen. Sag schon! Denn im Menüpunkt Telefon oben rechts ruft die gelben Seiten auf. Dadurch, durch die Auswahl eines Gesprächspartners wird ein visueller Anrufbeantworter der Person eingeblendet, der dich über den Tagesablauf der Person informiert. Eine ähnliche Form von gelben Seiten findest du auch in den Menüpunkten Bewegung und Orientierung. Ja, nein! Ja, okay. Über welchen Bereich kann ich dich informieren? Orientierung. Der Bereich Orientierung befindet sich in der Mitte des Infoterminal-Hauptmenüs. Er umfasst die Unterbereiche Tower, umfasst die Lift-Funktionen und Level. Er dient zur Orientierung. Kannst du mir das etwas genauer erklären? Selbstverständlich.
Also, die beiden Menüpunkte des Bereiches Orientierung sind wahrscheinlich die wichtigsten. Hier steuerst du nämlich deine Bewegung. Welchen Bereich soll ich dir zuerst erklären? Die Tower-Karte. Na, eigentlich braucht man das alles nicht, aber die Tower-Karte. Okay, in der Tower-Karte wird hier die Bewegung des Lifts gesteuert. Die aktuelle Levelnummer und Position wird auf dem Tower-Querschnitt angezeigt. Man kann nun in den Querschnitt das Ziellevel oder die entsprechende Position durch Anklicken anwählen. Die Farbsektion kann ebenso ausgewählt werden, indem man einfach auf den Sektionswähler links oben klickt. Man beachte allerdings, dass nicht in jedem Level alle Sektionen einen Lifteingang besitzen. Nach der Level- und Sektionsauswahl wird mit der OK-Taste bestätigt. Drückt man nun auf die Eject-Taste neben dem ID-Kartenschlitz, befindet man sich an der Zielposition. Im Tower-Menü kann man auch noch die gelben Seiten aufrufen, indem man die Fragezeichen-Taste drückt. Hier kann man erfahren, welcher der wichtigen Orte sich in welchem Level befindet. Super wichtig, die daneben liegende Taste steuert den Ausguck-Modus für Fahrten, deren Weg zwischen Level 10 und 27 der Erlebniswelt liegt. Ganz schön komplex, nicht? No problem, ich hab's gerafft. Na dann, viel Spaß im Tower. Mhm. Magst du auch was sagen? Guck nur. Naja, viel schneller hättest du es aber wohl nicht hier... was? Hättest du aber wohl nicht hier vorbeischauen können. Ich mach's auch nie wieder. Nö, ich habe mich ein bisschen im Tower umgesehen. Ich mach's auch nie wieder. So war das auch nicht gemeint, aber... Wie du vielleicht schon gehört hast, wollen wir in den Schweif der Phönix-Asteroiden einfliegen, um dort fast Lichtgeschwindigkeit zu erreichen. Bis zu unserer Zielposition müssen aber 4 Meteoritengürtel durchflogen werden. Der erste liegt schon hinter uns. Als wir diesen Gürtel durchflogen haben, sind wir allerdings von einem Meteoriten getroffen worden. Captain Sensible hat versucht, die Meteoriten abzuschießen, konnte aber nicht alle treffen. Der Tower ist wahrscheinlich beschädigt worden. Diese Panne könnte unsere ganze Mission gefährden, so kurz vor dem Ziel. Wer ist denn Sensible? Captain Sensible ist unser intergalaktischer Horchposten. Der hat ein Ohr wie eine Fledermaus, aber eine Reaktionsgeschwindigkeit wie ein 286er. Wo finde ich den denn? Ich schätze im Horchposten im Level 36 blau. Mhm. Blau. Sensible. Ansonsten schau einfach im Aufzug die gelben Seiten oder ruf vom Aufzug aus an. Vergiss nicht, dass das nicht unser einziges Problem ist. Möchtest du jetzt wirklich schon los? Mir ist da noch was unklar. Was ist denn genau beschädigt worden? Wenn wir das nur wüssten. Ich persönlich vermute, dass irgendetwas mit Max passiert sein muss. Er verhält sich seitdem ziemlich komisch. Ja. Soll ich Max mal interviewen? Kannst du ja versuchen. Glaubst du denn, dass du das alleine schaffst? Wer kann mir da schon helfen? Ja, da wäre eigentlich unsere Computerexpertin Betty McBite. Sie ist aber leider zurzeit noch tiefgefroren. Der Einzige, der dir dabei helfen könnte, wäre Nintendzeng. Als Hardware-Experte müsste er Bescheid wissen. Mhm. Nintendzeng. Dann werde ich den mal suchen. Vergiss nicht, dass das nicht unser einziges Problem ist. Möchtest du jetzt wirklich schon los? Ja, ich ziehe jetzt los. Mhm. Wir sind in 13. Diese Game World, die sollte eigentlich auch hier sein. Elf rot. Kann sein, dass das erst später... Moment, ich mach mal 15 grün. Rufen wir mal an. Alma Atta. Da, Moment. Nintendzeng. Kommen Sie in Nintendos Techno-Shop von 6 bis 6. 12 Stunden für Sie da. Danke für Ihren Anruf. Mhm. Also, das war 11 rot. Okay, auf geht's. Das war falsch. Hallo Mike, hast du gut geschlafen?
Ich hatte so komische Träume. Ja, ja, das ist normal bei der ersten Nacht in einer frisch renovierten Wohnung. Solche Träume haben meist eine zukunftsträchtige Bedeutung, aber naja. Ich wollte dir auch eigentlich nur einen guten Morgen wünschen. Bis später. Hallo Mike. Ich hörte von McClone, dass du zu mir kommen wolltest. Mhm. Das ist dann Sensible. Wer bist du denn? Na, Captain Sensible. Mich müsstest du doch noch kennen. Wie ist es? Kommst du jetzt? Bin schon und wo finde ich dich denn? Im Horchposten in Level 36, blaue Sektion. Du brauchst nur an den gelben Seiten im Aufzug nachzuschauen. Bis gleich. Okay, dann gehen wir trotzdem erst zu dem anderen. Oh, es ist ein bisschen schnell. Okay. Game World. Oh, Rocktriss. Get ready. Oh. Das ist aber neu. Kann man die auch drehen? Wäre sehr begrüßenswert. Und wieso kann ich hier jetzt die Pfeiltasten verwenden? Naja, ohne die drehen zu können, wird es halt ein bisschen knifflig. Kann man bestimmt mit irgendeiner Taste. Aber die kenne ich nicht. Ja, dann schieße ich mich mal hier ab. Trotzdem erster. Rockout, der Klassiker. Ah. Mit Enter. Boah, die Steuerung ist aber mal super scheiße. Naja, bis man da Schwung genommen hat. Also ich drücke jetzt nach unten. Zitt, und dann braucht er halt ewig. Ja. Also da. Ah, okay, mit der Maus geht's jetzt deutlich besser. Na, dann gucken wir mal, wie weit wir hier mit Rockout kommen. Und wie die Level aufgebaut sind. Also immer wieder dasselbe ist. Beim letzten gab es ja dieses Logikspiel mit bei. Logi. Ach, keine Ahnung, wie es hieß. Naja, dadurch, dass es hier auch keinen Timer zu geben scheint. Ja, den jetzt darüber zu bekommen. Es ist halt ja auch nicht Einfalls gleich Ausfallswinkel. Ich glaube, das ist, je nachdem, wo man den hier trifft, wird das halt modifiziert. Wenn ich den halt weiter unten treffe, ist der entsprechend schärfer. Das sieht gut aus. So, einer noch. Ja.
Nein. Na. Ja, alles nur ein paar Pixel Unterschied gewesen. Ich glaube, der ist wieder genauso falsch. Ja. Ja, ich glaube, da kann man sich dann aufhalten, aber ich möchte das jetzt hier mal schaffen und gucken. Ja. Oha. Ja, es sieht tatsächlich jetzt schon komplizierter aus. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie das, was da noch passiert. Ob die Bälle schneller werden. Ich glaube, man konnte noch Sachen finden, womit dann mehrere Bälle gleichzeitig kamen. Wenn man diese grünen Dinger da angeschossen hatte oder so, dann müssten da so Bälle runterkommen. Ich glaube aber, ich habe auch damals nie Breakout gespielt, sondern halt nur Arkanoid. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die sich unterscheiden. Okay, dadurch ist der Ball auf jeden Fall deutlich schneller geworden gerade und jetzt ist er wieder super langsam. Nimmt wieder Fahrt auf. Na ja, gut, das werden wir aber jetzt auch nicht durchmachen. So. Das war Rock Invaders. Okay, das kann man dann auch noch spielen. Muss aber nicht sein. Das hier war Rockman. Da steht zwar mit der Tastatur spielen, aber das kann ich gar nicht starten. Doch, okay. Ja, okay, das ist halt Pac-Man. Ah, das ist Rocket Command. Ah ja, okay. Q. Das wird natürlich durch die etwas... durch die, DOS-Box-Maussteuerung, die ein bisschen sehr flutschig ist, nicht gerade einfacher. Hatte man nicht hier auch einen Limit, was an, also Munitionslimit? Naja, okay, da sind die Punkte. Wenn die alle sind, dann ist wohl vorbei. Wir haben noch zwei Städte. Eine Stadt. Da oben, die unsere Highscore ist kaputt gegangen. Die Stadt lebt noch. 10.000 Punkte schaffen wir. Oder auch nicht. Game over. Ja, okay. So. Dann, also da war der ja jetzt nicht. Das ist der Flower Shop. Das ist ein ziemlich hässlicher Sound. Flower Shop. Game World, da waren wir. Sportshop. Friseuse. Ach nee, Techno-Laden meinte er. Wieso haben wir denn da so einen ekelhaften Sound? Sport. Friseuse.
Burgershop, Tante Emma Laden. Sportshop, Game Worlds. Scheiße. Da ist er doch. Wer stellt denn da den weltbesten Elektroniker der Welt? Ich bin's doch, Mike. Ja, und was ist dann da so Besonderes dran? Wenn du wüsstest. Oh ja, Max scheint wirklich einen echten Schaden zu haben und ich bin dran schuld. Wieso denn das? Nur weil ich unbedingt einen neuen Videospielautomaten zusammenbasteln wollte, habe ich mich nicht um automatische Asteroidenabwehrsteuerung gekümmert. Wo doch Sensible eine echte Schnecke ist. Das sage ich auch, Quello. Was machst du denn jetzt? Ich werde mich mal um Xams Gehirn kümmern. Da ist nämlich noch viel zu tun. Erklär mir doch mal, wer oder was Xam eigentlich ist. Xam ist der Zwillingscomputer von Max. Wir haben eigentlich nicht damit gerechnet, ihn so früh zu brauchen. Max hat nämlich integrierte Backup-Systeme und selbst Lepolel-Mechanismen. Lockfellol persönlich hat sich um Xam gekümmert. Können wir Xam nicht einfach einschalten? Xam ist leider noch nicht zusammengebaut. Damit er Max ersetzen kann, muss ich sein Gehirn aktivieren. Und das dauert. Ich kann dir doch helfen. Wofür braucht Xam ein Gehirn? Zum Denken natürlich. Er kennt sich niemand so gut mit Elektronik aus wie ich. Ich mach das Gehirn schon alleine klar. Ansonsten funktioniert er? Nein, leider nicht. Kümmel du dich am besten darum, die Basis von Xam zusammenzubekommen, während ich die Intelligenz klar mache. Mache ich doch, logisch, nur wie? Nun ja, Ninten? Ich denke, du bist der weltbeste Elektroniker. Bin ich auch, wenn ich doch nur wüsste, wo ich die Bauteile deponiert habe. Das gibt's doch nicht. Und Pläne gibt's aber auch nicht. Ich habe die Pläne irgendwo verlegt. Es war nun mal sehr ungewöhnlich, dass wir Xam jemals brauchen. Ich meine aber, dass ich die Bauteile in drei verschiedene Gruppen habe liegen lassen. Elektronik, Mechanik und Datenarchiv. Glaube ich. Wenn ich nur wüsste, wem ich die Aufträge gegeben habe, da werde ich mich schon drum kümmern. Ich müsste ja nur herausfinden, welche Personen in diesen Bereichen arbeiten. So viele sind ja nicht wach. Aha. Elektronik. Mechanik. Und Datenarchiv. Okay. Kann sein. Mr. Med will's wohl wissen. Gut, wenn du das übernimmst, ich steige da nicht mehr durch. Okay. Gut. Dann gehen wir erstmal zu Sensible in 36 Blau. Okay, können wir nicht direkt hin? Was haben wir hier? Nee. Infotimes, 22. Jahrestag. In den nächsten Tagen jährt sich zum 22. Male die Befreiung unseres Towers von einem der hinterhältigsten Schurken, der jemals unserer Galaxis entsprungen ist. Also es ist 22 Jahre her, seit wir das gemacht haben. Zur selben Zeit kam ein mutiger Held daher und legte dem Sizilianer oder Il Sicilio, wie ihn die meisten von ihnen noch kennen dürften, das Handwerk. Durch eine gewaltige Explosion wurde der wirren Idee dieses wahnsinnigen Psychopathen den Tower in seine Gewalt zu bekommen, ein jähes, aber gerechtes Ende gesetzt. Behalten wir diesen Tag weiter in Erinnerung und hoffen, dass so etwas nicht wieder geschieht.
Gibt es ein Leben vor der Vision? Weltraummüll. Kurz nach Verlassen der Erdumlaufbahn entdecken unsere Tower-Teleskope einen bisher noch unbemerkten Trabanten der Erde. Eine gigantische Ansammlung von ausgedienten Erdsatelliten und Raumsonden. Dieser riesige Metallhaufen hat ein Magnetfeld von erheblicher Stärke entstehen lassen. Dies hat zur Folge, dass auch weitere, noch intakte Sonden ein Opfer dieses Müllfressers werden könnten. Sollte dieser Weltraummüll einmal seine Umlaufbahn um die Erde nicht mehr halten können, so stellt dies auch eine gefährliche Bedrohung für die Erde dar. Okay. Wobei, ne, das mit der Flutwelle, das könnte auch noch interessant sein. Moment. Die 20 Meter hohe Flutwelle. Beim Start unseres Towers von der Erde entstand durch den enormen Schub eine 20 Meter hohe Flutwelle, die einige Küstenstriche auf der Erde verwüstete. Menschen sind dabei nicht zu Schaden gekommen, da man die Gefahr einer Flutwelle frühzeitig erkannt hatte. Allerdings entstand ein Sachschaden von mehreren Millionen Dollar. Rockefeller hat bereits eine internationale Beileidsbekundung an die Präsidenten der betroffenen Staaten gesandt. Okay. Der war blau. Ist das hier blau? EDV-Sicherheit? Ne, Horchpost müssten wir eigentlich hin. Du solltest dich umgehend mit Susi unterhalten. Aha. Ja, Susi. Der ist jetzt auch hier. Hallo, Nintendo. Hallo Mike, hast du nicht etwas vergessen? Nö, stimmt, ich wollte doch alle Teile mitbringen, die du für Xam brauchst. Ja, man müsste nur einen Electronical, einen Mechanical und einen Datenarchival finden und mich dann in der Lutelei besuchen. Da war die Musik aber so ein bisschen auf Crack. Vielleicht können wir mit dem reden? Ne, können wir nicht. Im Moment sind ja auch keine Leute, die herumlaufen. Ja, ich glaube, die Maus ist mir zu schnell. Was haben wir hier? Apartments. Apartment. Horchposten. Yeah, cool, dass du da bist. Du hältst dich auch für den Besten. Bist du hier der Captain? No way, scheiß nur so. Aber lass uns zur Sache kommen. McClone sagte mir, du wolltest dich am Meteorpult versuchen. Was ist das denn? Da kann man so richtig schön mit einem Force-Laser wild im Weltraum herumschießen. Macht echt Spaß. Ist aber eigentlich dafür gedacht, Meteoriten und Weltraummüll abzuschießen. Ich soll dir das erklären. Warum muss ich das denn machen? Sorry, aber ich bin viel zu sensibel für sowas. Ich habe mich auf intergalaktische Horchposten spezialisiert. Wanna know how to blast them all? Schieß los! Okay, Babe. Die ganze Sache ist echt wichtig. Wenn du das nicht schaffst, ist der Tower verloren. Heftig nicht? Hauptsache, du bleibst cool. Was für eine Verantwortung. Yeah, also, um in den Schweif der Phoenix-Asteroiden einzufliegen, müssen noch drei Asteroidenfelder überwunden werden. Deine Aufgabe ist es, alle entgegenkommenden Meteoriten abzuschießen, um den Tower vor Schaden zu bewahren. Und wie mache ich das? Ganz einfach, auf dem Datenbildschirm siehst du alle Meteoriten und deren Flugbahn. Mit dem Fadenkreuz zielst du. Achte darauf, dass du die Lasergranaten rechtzeitig abfeuerst, da diese ein paar Millisekunden brauchen, um zur Zielposition zu gelangen. Dir stehen drei Abschussbasen mit je 10 Granaten zur Verfügung. Mit der linken Steuertaste feuerst du die Granaten ab, mit der rechten wechselst du die Abschussbasis. Einfach nicht? Ich hab's kapiert, dann mal los. Sehr gut. Achte darauf, dass die empfindlichen Fenster des Towers und deine Abschussbasen nicht getroffen werden. Auf geht's!
Aha. Ah, ist er? Okay. Das geht doch ganz gut. Auch wenn die Maussteuerung natürlich immer noch ein bisschen flutschig ist. Ach so, jetzt haben wir hier keine Muni mehr. Das mussten wir 10 Mal machen, oder wie? Auch Muni alle. Dum, dum, dum. Na, wie war ich? Spitzenleistung, du hast es geschafft, ohne Fehler durchzukommen. Das bringt dir eine Belohnung von 200 Rocks. Ist schon toll, wenn man Mike Milligan heißt. Und jetzt? Gut, dann können wir den nächsten Gürtel anfliegen. Komm in frühestens 2 Stunden wieder. Sei aber bitte pünktlich. Du weißt, wie wichtig das ist. Bis später. Vielleicht sollten wir auch mal speichern. So. Dann gucken wir mal wieder im Aufzug nach diesen... Ja, vielleicht sollten wir erst mal mit Dr. Med reden. Mr. Med. Hier spricht Mr. Med. Unter dieser Nummer bin ich lediglich zwischen 0 und 9 Uhr erreichbar. Sonst erreichen Sie mich in der Krankenstation. Danke für Ihren Anruf. Mal gucken, ob die hier drin ist. Ne. Okay. Dann gucken wir hier mal. Krankenstation 31 rot. Okay. Auf geht's. Gefrierst... Oh, da können wir auch mal rein. Gefrierstation. Okay. Restauratorstudio. Der ist auch hier. Carla Kanüle. Du solltest dich umgehend mit Susi unterhalten. Praxis, Mr. Med. Das ist aber die Putzfrau. Du solltest dich umgehend mit Susi. Ach, come on. Mit dem können wir nicht. Ne. Krankenstation. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich sehe auf das Sternchen. Weißt du, wer sich momentan nicht im Tiefschlaf befindet? Na logisch, ist doch mein Job. Also außer dir und mir hätten wir da. Loretta Buenasera, LBS-Vermittlerin. Malcolm McClone, Genforscher. Ninten Zeng, Elektroniker. Captain Sensible, intergalaktischer Hauschposten. Argenta Silberblick, Lehrerin. Lottie Lüster, Elektronikerin. Aha. Lottie Lüster. Susi Sägezahn, Mechanikerin. So. Oleg Brodsky, Hausmeister. Alma Atter, Putzfrau. Larsen Reinström, Archivar. Vanessa Valuta, Managerin. Scotty Green, Synapsenstimulator. Aha. Er hatte vorher die Algenpresse gemacht. Und natürlich meine Assistentin Carla Kanüle. Datenarchiv ist dann wahrscheinlich Larsen Reinström. Okay. Alles verstanden? Nee, bitte nochmal. Gucken wir nochmal, ob da irgendwas mit Datenarchiv war.
LBS Ermittlerin, Genforscher, Elektroniker, intergalaktischer Horschposten, Susi Sägezahn, Mechanikerin, Oleg Brodsky, Hausmeister, Putzfrau, Archivar. Okay. Alles verstanden? Logisch. Sonst noch was? Ich sehe auf das Sternchen. Dann solltest du darauf achten, regelmäßig und vorsorgend zu essen und zu schlafen. Dann passiert dir sowas nicht. Sonst noch was? Nö. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zum Aufzug zurück. Und reden erstmal mit Lotti Lüster. Hallo, hier Lotti Lüster. Ich bin leider im Moment nicht zu Hause. Wenn du mich erreichen willst, dann komm doch einfach zwischen 0 und 7 Uhr zu mir nach Hause in Ebene 29 oder tagsüber von 9 bis 18 Uhr in die Hydraulikwerkstatt in Ebene 4. Auf Wiedersehen. 4. Hydraulik. Bzzzup. Dann gucken wir hier mal. Wir müssen dahin. 4 gelb. Okay. Bum, 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 bum. Da sind wir schon. Das ist wieder ein toller Sound hier. Belüfter, sobald man einmal was anklickt, ist es weg. Lotti Lüster, bist du die Lotti? Klar, Kontaktklemme genannt. Gestatten, Lüster mit Nachnamen. Kann ich dir helfen? Ja, ich bin auf der Suche nach diversen Bauteilen. Oh, divers ist wirklich nicht sehr genau. Ich will doch Max zusammenbauen. Es geht um einen Zwilling. Ah, du redest von Xam. Was willst du denn genau? Ich will Xam zusammenbauen. Ohne Zentralmutterplatine wird das wohl nicht gehen. Jetzt sag bloß, du hast dieses Motherboard. Exakt, ich bin aber verpflichtet, dieses wichtige Bauteil niemandem zu zeigen. Ich will es doch gar nicht sehen. Na dann, Augen zu! Da hast du es, aber die Augen nicht aufmachen. Okay, und tschüss. Die Spinnenelektronikerin. Genau. Dum 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 dum. Okay. Dann werde ich aber an der Stelle auch erstmal einen Schnitt machen. Dann werden wir beim nächsten Mal noch Susi Sägezahn und Larsen Reißström abklappern, die Bauteile holen und die dann an, an wen auch immer die haben wollte, geben. Malcolm, glaube ich. Hatten wir hier nicht auch noch irgendwo Infos dazu? Hier steht Information, aber... ne, ich glaube, da war nichts. Muss man schon behalten. Ich guck nochmal gerade hier. Notizblock ist immer noch leer. Na gut, ja, dann schauen wir beim... Ich glaube, man kann den Max... Oh, das gucke ich hier gerade noch. Ich glaube, man kann den fragen, wenn man keinen Plan mehr hat. Welche Informationen kann ich dir geben? Tipps und Tricks, um hier aufzusteigen und weiterzukommen, bla 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 bla. Ja. 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 Nur noch ein paar Fragen. Kommunikation? Ne, das ist dasselbe wie vorher auch. Ja, ich glaube, dann muss man echt das alles aufschreiben und merken, damit man hier nicht verloren geht. Gut, ja, dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denne!